Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mafia 2. Wir hören hier schon Polizeigeheule und alles. Und zum Glück steht unser Wagen gleich da vorne. Scheiß Bullen. Penner hier. Hey Penner, komm. Was guckst denn so weg hier? Wilder Penner. Na gut, rein in den Wagen. Und davon fahren. Yeah! So, Tempobegrenzer rein, damit ich ja nicht auffalle. Alter, viel, so viele Polizeiwagen, aber noch ganz gut davon gekommen. Noch ganz gut davon gekommen. So. Ja, komm. Muss ich mal den Timer neben dran stellen und schon geht hier die Hölle los. Ey, meine Fresse hier. Scheiße. Ja, ist dein Auto. Sehr schön. Finde ich cool. Na also. Na gut, unser erster großer Auftrag. Leider nicht ganz so gelaufen, wie wir es eigentlich wollten. Oh, diese dumme Säule steht mir im Weg hier. Und da geht auch schon das Licht aus und wir sind da. So, also. Wir sind da. Tür öffnen. Auf das trinken wir erstmal ein. Hey, Was Kumpel. darf's denn sein? Schlückchen Scotch, Schweder Brandy, Flasche Lager, Bier. Ein lesener Qualitätswein. Spezialität des Hauses. Stell dich selbst her. Boah, ist das hässlich. So, gut. 60 Cent für den Wein. Ich will auch in dieser Zeit leben. Und wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht loswirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du loswirst, desto mehr Kohle gibt's. Na gut, jetzt müssen wir auch noch diese scheiß Marken loswerden und die Zeit läuft schon. Wie seht ihr da oben, oben rechts, die Uhr, wenn die abgelaufen ist, ist Punkt Okay, 12 pass und auf dann dich sind auf. sie wertlos. Na toll. Aber mit dieser Schrottkarre kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr weit. So, also, wo ist denn die erste Tankstelle? Ah, gleich da unten, okay. Einmal links und einmal rechts und dann sind wir da. So. Jetzt müssen wir wirklich Gas geben hier. Alles so eine Scheiße, ey. Man macht einen Auftrag, versauen ist was anderes, aber. So. Scheißwichser, ey. Blöde Stangen, die hasse ich immer, oder die blöde Stangen hier. So. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Na gut. Die nächste. Die ist hier unten. Wegpunkt setzen. So, also, weiter geht's. Zu der zweiten Tankstelle. Überholen. Boah, diese Taxifahrer, immer diese Taxifahrer, die fahren nicht mal. Geldgeile Idioten. So, also. Scheiße Bullen. So. Chinatown, jetzt gehen wir nach Chinatown. Cool. Alter, wie lange geht denn das wieder hier?
So, und hier ist auch schon die zweite Tankstelle. So, ich hoffe, das geht gut aus, weil das ist hochgradig illegal, was wir hier machen. So. Benzinmarken verkaufen. Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier mit der Kohle. Ah, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Gut. Die nächste Tankstelle ist hier unten. Wegpunkt setzen und los geht's. Dein Wegpunkt wird auf dem Radar angezeigt. Sehr schön. Gib Gas. So. Ja, yeah, das war ein Stoppsignal. Ja, ich weiß, der hätte Vortritt. Aber jetzt habe ich Vortritt. Komm, verzieh dich, du! Du. Zwergenficker, du. Wie Vital Switcher, eine Folge von Witcher. Der lutscht Pferdeschwänze. Ja. Nee, Zwergenschwänze. Deine Mutter, lutscht Pferdeschwänze. So, come on. Gib Gas. So, mach lang. So. So, Benzinmarken verkaufen. Hast du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber Emma, wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger. Gut. Dann schon die nächste, die ist hier drüben. Komm, Wegpunkt setzen. So, jetzt. Deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Na gut. Hoffentlich verpfeifen die uns nicht. So. Ja, das können sie nämlich auch. Die können uns verpfeifen. Yeah. Ja, gut. Ich fahre einfach mal ein bisschen quer durch die Stadt hier. Das kommt nicht gut. Mal Kamerawinkel wechseln. Mal schauen, ob das geht. So. Alter, ist ja richtig pervers hier. So. Verdammte Kacke. Na gut. So, na los. Diese Dreckspulen hier. Jetzt probieren wir es nochmal, ob das nochmal geht. Ja, der hat einen Platten. Der hat tatsächlich einen Platten. So, wir heizen hier mit 60 durch die Stadt und noch keinen Unfall gebaut. Ja, komm, sag ich's, bin ich fast wieder. Yes! Alter, der Baum! Oh, Gott! So. Also, das Auto hier, das ist wirklich extrem scheiße zu steuern, wenn es mal über 60 ist. Wenn man so an Need for Speed denkt, das ist, Alter! Ich will eigentlich mit Auto spielen, bin ich aufgewachsen, aber. Naja, also mit Need for Speed und GTA, das waren so meine ersten Spiele. Ah ne, warte, mein erstes Spiel, das war Lego Iceland 2 oder sowas. Das war mein erstes Spiel, das ich mal gespielt habe. So. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Gut, und noch eine. Soll ich jetzt hier rüberfahren? Oder ich fahre hier hoch? Ich fahre hier hoch, glaube ich. Weil hier muss ich auf die Autobahn und dann. Nein, ich glaube, ich fahre wirklich hier rüber. So. Wegpunkt setzen. Also eben, ja, meine ersten Spiele. Da war es so. Da war ich noch klein. Also Lego Star Wars. Star Wars, aber. Das war auch so eins und ja, fand ich eigentlich cool. Fand ich cool. Finde ich heute noch cool. Würde ich heute noch zocken. Ja. Oh ne, jetzt müssen wir. Ja gut. Fahr mal so durch.
Ja, was war eigentlich eure ersten Spiele? Würde mich mal interessieren, was ihr da so in eurer Kindheit oder so gezockt habt. Ja. Ich hatte ja nur so ein kleiner Laptop zum Zocken, als ich klein war, ein Computer halt. Da nicht so viel her, dann ging ich immer zum Kollegen, der hat dann so auf der Playstation, hat er dann SpongeBob gehabt, hat er ziemlich viele Spiele. Ja, war cool. Das war eine geile Zeit. Schule war eine geile Zeit. Jetzt muss ich arbeiten und ist noch eine geilere Zeit. Arbeiten ist viel geiler als Schule. Alle sagen, ja, du wirst es vermissen, du wirst die Schule extrem vermissen. Ich sage, leck mich am Arsch. Arbeiten ist besser, ich hasse es jeden Tag. Ah, verdammte Scheiße. Ja, was ist denn jetzt? Ich kann nicht mehr Gas geben. Oh, fick dich doch. Ah, ja, der Motor, ey. Scheiße, elende Kacke hier, Mann. Eine Panne, ey. Mach lang, Alter. So. Na, bitte. Na, also. Also eben, alle haben gesagt, ja, bist die Schule vermissen und so. Ich sage jetzt seit 2 Jahren, ich hasse es, jeden Montag in die Schule zu gehen. Also in der Berufsschule. Das ist eine Katastrophe. Das kann ich euch sagen. Was hat eigentlich die Zeit? Ja, locker. Eben. Und arbeiten ist wirklich viel geiler, wenn einem ein Job gefällt. Und wenn man ein gutes Arbeitsklima hat, dann ist der Job genial. Das kann natürlich auch anders sein, wenn der Chef ein Arschloch ist oder so. Habe ich auch schon erlebt. Muss nicht sein. Ja. Oh, fahr doch mal, Mann! Das Benzinmarken loswerden. So. Ja, und jetzt? Wohin? Gut. Ja, eben. Man sagt, und ich vermisse die Schule eigentlich wirklich gar nicht. Also, ich habe die Schule damals schon gehasst. Ich werde sie heute noch hassen. Also. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Na gut, 5 von 6 Tankstellen, dann gehen wir gleich die da oben noch abklappern hier. So, also, na los, fahr. Gucken wir es mal hin. Wodurch? Ah, hier, okay. Ja, eben, Schule. Ich habe es gehasst, ich werde es immer hassen. Ich hasse es jetzt noch, jeden Montag diese Werkschule zu gehen. Aber man lernt dann schon was. Also nicht nur beim Arbeiten der praktische Teil, es ist auch der theoretische Teil und da kommt dann eine Abschlussprüfung auch noch und naja. Man muss es dann doch können. Man muss es lernen. Danach kann man es wieder vergessen, wenn man will. Aber es hilft halt schon ein bisschen. Ja. Du wirst so eine Brezel. Meine Mutter hat immer gesagt, du wirst so eine Brezel kochen, wenn du eine Brezel backen, wenn du das Rezept nicht hast. Ja, ist ein blödes Beispiel, aber stimmt. Na gut. Also, es sieht wirklich wunderschön aus. Winter, alles schön. Obwohl ich eigentlich den Winter hasse, außer eine Woche, 2 Wochen im Winter darf man sein oder da gehe ich Skifahren. Da darf Schnee liegen, aber der Rest soll einfach Sommer sein. Aber nicht so einen Sommer, wie wir jetzt haben, weil der Sommer, das ist eine Katastrophe. Das kann ich auch sagen. Es ist Mitte August und es ist eiskalt. Es ist eiskalt. Pullover, das T-Shirt. Mit T-Shirt kann man nicht rausgehen, geschweige denn irgendwie mit kurzen Hosen und so. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Na gut. Okay, das war der Letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was. Ich sollte zu Joe zurück. Gut, jetzt gehen wir zu Joe zurück. So, einen Wegpunkt wieder wegnehmen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder jahrelang fahren hier. So, wo geht's denn hin? Sag mal. So. Ich glaube, wir sollten auch mal unsere Karre wechseln, weil das ist eine Qual hier. Das ist halb kaputten Motor und. Sag mal. Das ist so eine kleine Scheißkarre. Da auch wieder Scheißkarre. Alter, das sieht schön aus.
Ja, was denn? Ach du Scheiße, elender Mistsau, du. Ist doch scheißegal, hau ich halt eben schnell ab. Hab ich die Jagdzweigung verpasst? Wo bin ich denn jetzt? Och nee. Mann. Ja komm, geh ich halt da auf den Highway und dann fahre ich einfach die Hölle weg. So, wo komme ich denn hier auf den Highway? Da vorne! So. Ich fahre sicher nicht den ganzen Weg zurück. Ah, hupt's noch oder was? So. Jetzt müssen wir eigentlich hier durchkommen. Weil hier oben ist der Highway. Ne, ich komme noch eine weiter. Hat es jetzt angezeigt? Ne, immer noch nicht. Okay. Jetzt bin ich noch falsch gefahren. Jetzt hat es angezeigt. So. Also. Und wir liegen auch noch in der Zeit. Das sieht gut aus. Fahr. Port Midtown, South Park. Okay. Die Grafik sieht wirklich geil aus. Wenn ich was an einem Spiel liebe, dann ist es die Grafik. Also. Okay, ich muss nichts sagen mit Alarm für Cobra, wo Weidel und ich ja Let's Played haben, aber es ist halt so, jeder fängt mal klein an. Und wir haben so angefangen mit Alarm für Cobra 11, der größte Mist. Das ist jetzt auch war bei meinem Spitzname, Cobra 11. Ja, Mann! Oh, nee, und jetzt streikt doch noch der Motor. Schon wieder. Na toll. Ja eben, das ist auch jetzt mein Spitzname. Cobra 11 auf Arbeit. Ja. Ist so, wird so sein. Ja, jetzt kommt der Bulle zu rennen. Was weiß, den fahren wir gleich mal davon. So. Ja, jeder muss mal klein anfangen. Ich hab's aber auch nur wegen den Bugs gespielt, weil es ist tierisch zum Lachen. Wenn man da mal durch die Map ins Bodenlose fliegt. So. Schon sind wir die Bullen los. Das können wir auch mal richtig Stoff geben in der kaputten Karre hier. Mach lang! Das sind alles so alte Karren hier. Offen kommen ja noch, da kommen noch neuere oder sowas. Oh, Westside. Im Gebiet. Hier drüben ist der Hafen. Sehr schön anzusehen. Das ist die Brooklyn Bridge hier vorne. Ich glaube, das ist die Brooklyn Bridge. Bin mir nicht sicher. Es gibt ja so viele Brücken in Manhattan, aber ich glaube, das ist die Brooklyn Bridge. Fahr doch mal. Wenn es schon wieder der Motor streikt. Komm. Nee, Motor streikt nicht. Okay, super. Lincoln Park, Hunters Point, Little Italy. So. Hier bei der Garage, aber ich glaube, den Wagen wechsle ich danach eh noch. Oh, nee, nicht schon wieder, Alter. Jetzt reicht's mir aber langsam. Wo sind wir denn jetzt? Ja, es war mir schon klar. Ja, repariere ich ihn halt nochmal. Mann. Ja, Kabel verschließen. Scheißmade, die mir immer das Ding so durchbeißen hier. Scheiße. So, jetzt müssen wir nach dreimal Motor reparieren, dann endlich mal zu Freddy's gehen und ein bisschen was. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? 815. Naja. Ein paar Laden überfallen und dann ist die Kohle auch wieder drin. Die arbeiten ja auch in der Nacht, das finde ich auch cool. Gut. Genau zu Joe. Fahr. So. Und aussteigen. Na klar. So.
So, also. Und wir gehen schlafen. So. Und damit verabschiede ich mich auch schon für diese Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten. Ciao, Leute!